Der Élysée-Vertrag bedeutet vor allem die Institutionalisierung der deutsch-französischen Beziehungen. Das heißt, es wurden durch den Élysée-Vertrag konkrete Institutionen geschaffen, regelmäßige Regierungskonsultationen, damit sich die Staats- und Regierungschefs, die Kabinette beider Länder, aber auch die hohen Beamten und die Militärchefs regelmäßig treffen. Aus Deutschen und Franzosen sind vielerorts viele Freundschaften hervorgegangen, aber darum geht es eigentlich nicht im Élysée-Vertrag. Es geht ja um enge Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Die gibt es heute. Wir haben auf alle Fälle eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich und auf persönlicher Ebene sind daraus auch sehr viele Freundschaften entstanden. Das deutsch-französische Verhältnis wurde durch die Staatsschuldenkrise insofern ein wenig verändert, als dass jetzt nun eigentlich die Vormachtstellung Deutschlands auf wirtschaftlicher Ebene noch deutlicher hervorgekommen ist. Das heißt, es hat vielleicht zu einem ganz kleinen Ungleichgewicht geführt zwischen Deutschland und Frankreich, dass die deutsche Vormachtstellung in Europa noch stärker herausgekommen ist. Wenn man aber gute deutsch-französische Beziehungen haben möchte, dann gilt auch in Zukunft, dass diese beiden Staaten sich auf Augenhöhe begegnen müssen.